So, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute sind wir hier wieder online bei Minecraft. Sollen wir dazu sagen? Ich bin aktuell, muss ich sagen, wie der Bruder von Bomben-LP Hausaufgaben macht, bin ich jetzt nicht so dran interessiert. Ich habe uns mal ganz kurz in einen anderen Raum gemoved. Hörst du mich, Littles? Ich höre dich, ja. Okay. So. Also ich bin unten im Keller jetzt schon. Auf welcher Höhe? Oh, guck mal, ich habe Eisen gefunden. Okay. Das Eisen ist wichtig. Bring das mal mit hoch. Okay, dann grabe ich gleich Eisen ab, oder? Mir fehlt nur noch Brustplatte, dann habe ich Full Iron. Also ich muss natürlich dazu sagen, Freunde, wer bei mir mitspielt, ich habe bei mir, wie ihr das vielleicht mitkriegt, ich habe bei mir ja Push to Talk an, damit ich den Leuten, die mit mir zusammenspielen, nicht dauerhaft auf die Nerven gehe, wenn ich vor mich hinquatsche. Ne? Und was ich natürlich cool fände, wäre, wenn die Leute, die mit uns mitspielen, dann eben auch Push to Talk anmachen. Mein Sohn hat das zwar, hält die Taste aber dauerhaft gedrückt, nur mal als kleine Information. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gesellenprüfung oder sowas habe, dann frage ich ja immer die Lehrlinge, ne? Was kann ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Leitungsschutzschalter den Hebel vorne nach oben klebe, was passiert denn dann? Und bei meinem Sohn ist das eben auch so, der hat seine Computermaus, da ist ein Knopf dran, um Push-Talk zu machen. Und der klebt den auch immer mit einem Off-Clipper fest. Okay, alles klar. Also wir haben hier Eisen und Kohle, wie du siehst. Auch Iron, ne? Darf ich das abbauen und durch einen anderen Block ersetzen? Ja, kannst du. Hier ist nochmal Eisen gerade, wo ich hier gerade bin. Okay, warte, ich komme. Kannst du gerne machen, das Eisen. Ich buddel einfach nur den Weg durch und du kannst gerne da... Ich habe ja gedacht, ich finde hier irgendwo ein Dungeon oder sowas. Nee, Dungeon sind mir noch nicht gut genug. Warum? In Dungeon müssen wir viel OP sein. Hä, wegen was denn? Ich will ja nicht, ich rede ja nicht vom Enderdrachen. Okay, trotzdem, ein Dungeon ist aber auch, das muss man OP für sein. Ich rede auch nicht vom Meta, Freunde. Kohle, Kohle, ich bin rich, schalala, schalala. Wo hast denn du sowas schon wieder her? Manchmal frage ich mich auch wirklich, wer bringt ihm sowas bei, ne? Leute, ich habe gerade einfach irgendwie ein Auto klicken. Ich muss nicht klicken. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier ist ein bisschen Eisen rausgekommen bei der ganzen Sache. Aber das war es auch offenbar schon. Mehr ist hier nicht. Na, machen wir jetzt Andesit einfach wieder hier hin. Manche stehen ja so auf Andesit, ne? Ich bin eher so der Praktiker. Hier noch ist. Bei mir muss dabei was rauskommen und fertig. Wo denn? Meinst du bei dem einen Eisen, den ich gefunden habe, meinst du? Ja. Na, ich finde gerade ganz viel Kohle. Ich auch. Übel viel. Also, übel viel. Die ganze Kohle hier, ey. Das dauert. Deswegen habe ich auch übrigens auch Discord ganz leise gestellt, damit man bei mir, damit man die Leute, die im Hintergrund quatschen, nicht so präsent hört. Weil das auch selbst das ist nervig. Also wenn ich hier einfach vor mich hinquatsche und die anderen reinreden, das ist furchtbar. Deswegen. Oh, ich habe gerade Erfolg bekommen, Bäcker zu sein. Jetzt bin ich gerade Bäcker geworden. Ich habe gefragt, welches Level, nicht welchen Beruf. Nein, ich habe die Frage nicht verstanden. Welches was? Level. Ich bin Level 6 aktuell. 14. Irgendwas hat gerade vibriert. Mein Gott, ist hier viel Kohle. Level 14 bist du geworden schon? Ja, Kohle. Wie das denn? Das ist ja irre. Oh, na, hast du mal gesehen, wie viel hier ist? Ich werde nie fertig. Das ist doch gut so. Sammel, immer sammel. So, jetzt hauen wir uns mal die 6-mal Eisen. Rohr. Ich wollte doch den Fisch wollte ich doch braten. Kohle. Ich sag doch zu Ende, wie viel dann rausgekommen ist an Kohle, okay? Ja, okay. Ich gehe mal ganz schnell nach oben. Ich will mal schauen, ob ich neues Brot backen kann, ja? Okay. Also ich habe gerade 25 Kohle abgebuddelt. Okay. Es ist so langweilig, war Minecraft ist so richtig schön zum Einschlafen. Für die Zuschauer, ich weiß aber gar nicht, warum ich es überhaupt mache. Damit Zuschauer besser schlafen können oder so. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Jetzt haben wir, hier drinnen haben wir keinen Ofen. Da baue ich jetzt das baue ich jetzt mal ab. Das Burgner-Ding weiß ich eh noch nicht, was ich dafür machen soll, was damit machen kann. Das kann auch weg. Da kommt, dann muss ich da, ah, nee, bevor mir da irgendein Mob reinkommt. Ah,
Naja, das machen wir nachher. Ich baue hier gleich. An diese beiden Stellen kommt auf jeden Fall was hin. Und dann machen wir das so erstmal zu. Oha. Da kommt Eichenholz hin. Und jetzt bauen wir erstmal ganz schnell ein Öfchen. Vielleicht bauen wir auch mehrere Öfchen gleich. Das kann natürlich nicht schaden. Na warte mal, machen wir mal drei Ofen. Weil das kann einfach nicht schaden, ne? Drei Ofen zu haben. Die Frage ist jetzt nur, wo stellen wir die hin? Und machen das hier unten, ne? Ich mache jetzt einfach mal hier hin. Eins, zwei, drei Ofen. Und jetzt können wir da mal hier ein bisschen Kohle rinballern. Oh, Mappy, du weißt ja, wie viel Kohle hier ist. Ey. Ich bin gerade fertig geworden. Ich sage dir auf die Zahl, okay? Bin ich doch gerade. So. Die Auflösung ist... Okay. Moment, ich kann noch nicht raten. Okay. Ich rate jetzt einfach mal na, 30 Stück. Okay, jetzt haben wir erstmal das, jetzt haben wir erstmal ein Eisen drin. Jetzt geh ich raus und mal Eichenholz holen. Es ist gerade regnerisch. Ach, kann ich hier? Warte mal, Leute, ihr habt doch gesagt, ich kann da Essen drauf grillen. Ach, guck mal, tatsächlich, guck mal hier. Och, ist das nice. Das ist ja geil. Wirklich, da kann ich einfach drauflegen. Wann ist denn das verbrannt, ist die Frage jetzt. Das ist ja witzig. Heiße Angelegenheit. Stellt aus 8 Bruchsteinblöcken einen Ofen her. Haben wir. Was mache ich denn jetzt? Wann ist denn der Fisch fertig? Freunde, schreibt mir das ganz gerne. Und ansonsten schreibt eure Xbox-Namen gerne in den... Was das? Schreibt eure Xbox-Namen gerne in den Chat und wir versuchen das. Also egal, ob Microsoft auf der Playstation oder wo auch immer. Haut's raus, ich nehme euch. Ich bin ins Bild jetzt ins Feuer gerannt oder woran liegt das, dass ich immer Schaden nehme? Oder schießt mein Sohn mit der Angel? Ach, aha, man darf sich also nicht auf so ein Lagerfeuer draufstellen. Ja, das ist ja nice. Aber ich will mal sagen, Freunde, ach guck mal, das Zeug fällt einfach runter. Sag mal, brennt mir jetzt die Bude ab, wenn ich das Lagerfeuer ins Haus reinstelle? Was sagt ihr? Ist da die Gefahr groß? Gekochter Kabeljau, das ist eine nice Geschichte. Da fällt einfach alleine raus. Okay. Im Sinne von, Kaben. Oh mein Gott! Achso, ich wollte ja noch Birkenholz holen. Luca, alles klar, bis später. Habt noch einen schönen Tag. Was ist passiert? Ich hab ein Buch rausgezogen. So. Und hier passt auch noch eine Kiste hin. Ein Schlag 1. Dann machen wir das eben noch schnell. Kommt auch in die Kiste zu den wertvollen Sachen. Machen wir schnell mal eine noch hier hin. Da passt auch ins frei noch. Ja, ich habe eine Kiste, wo wir so alles aus Stein mal reinpacken können, ne? Wobei, was wir eben so haben. Ein bisschen Holz habe ich auf jeden Fall noch einstecken. Granit ist auch dabei. Sehr gut, sehr gut. Ja. Nee, brennt nicht meines Wissens nach. Kann aber sein, okay, alles klar. Dann werde ich es einfach mal ausprobieren. Also wenn ich meine Arm, Brust habe, dann habe ich schon mal etwas. Ich setze hier unten noch eine zweite Werkbank hin. Ich brauche ein paar Stöcke. Okay. Das gibt's doch gar nicht, Freunde. Was denn? Ich kann keine Bilder aufklären, guck mal. Sollen sie von mir aus zu zweit spielen? Aber das ist, wenn ihr einer Selbstgespräche führt, ja, dann bin ich das. Ich muss ja nachher auf jeden Fall auch noch schick machen. Das heißt, ich gehe mal ganz fix. Ich brauche Birkenholz. Und dann werde ich ein paar Birken auch nachpflanzen müssen, sonst geht das schief. Ach, Minecraft, diese guten alten Zeiten hier. Früher hat man den Nussi, der hat immer so viel gequatscht. Der Nussi hat auch so viel Selbstgespräche geführt. Da habe ich immer gesagt, mach doch einen eigenen YouTube-Kanal, wenn du reden willst. Ach. Das haben wir so. Habe ich ein bisschen Erde noch? Ne, ich habe keine Erde mehr, ne? Ich habe mittlerweile hier alles an Erde abgebuddelt. Hier und da mal kommt noch ein kleines bisschen Erde dazu, was man eben so buddelt, ne? Mein Sohn angelt den ganzen Tag, wa? Der ist nur am Angeln. Vielleicht muss ich mit dem mal in die Realität rausangeln gehen.
Da findest du aber keine Schuhe draußen. Da unten ist Schilf. Das nehme ich mal ganz schnell mit. Oh. Aber da muss ich, um an das Schilf ranzukommen, muss ich mal schnell an dem vorbei. Alter, lass mich in Ruhe! So, weg bist du. Hab ich gerade mein Schwert getroppt oder hab ich's kaputt gemacht? Da hab ich aber Glück gehabt, dass ich es überlebt habe noch. Wie viel habe ich jetzt mitgenommen von dem Schild? Oh. Creeper. Shit. Wir brauchen Katzen. Unbedingt brauchen wir Katzen. Jetzt werde ich mal ein paar Fackeln überall hinstellen. Scheiß Vieh, ey. Gibt's denn das? Noch eine! Spinne, ey. Gehst du da weg? Geh da weg! Okay, wir leuchten einfach ein bisschen hier den Hof aus, ne? Das ist ja traurig, dass das hier alles so... so viele Monster... Da ist auch schon ein Skelett. Warum eigentlich? Warum kommen die denn jetzt hier... Achso, weil Nacht ist. Nacht und gleichzeitig Regen, ne? Unangenehm, sehr unangenehm. Da drüben ist auch ausgeleuchtet. Ich werde mal hier auch ein bisschen Licht noch hin. Na? Ja, geh mir auf den Sack hier. Haust du ab, du Krepel. Nein, die Spinne auch. Hat's mich erwischt. Hätte ich mal lieber ein Schwert gebaut. Digga, hätte ich mal lieber ein Schwert gebaut. Krepelvieh. Die sind hier hinten. Meine ganzen Sachen sind hier. Kurze Frage. Warum switcht du immer die Talk-Channel? Warte. Oh. Hallo. Das liegt daran, dass ich selbst schon so viel rede und du bei dir Push the Talk nicht anhast und ich deswegen deine ganzen Selbstgespräche mithören muss. Ach so. Und das finde ich generell nicht so schlimm, aber wenn ich mich hier gerade auf mich konzentriere, dann ist das im Hintergrund natürlich störend und deswegen rutsche ich manchmal einfach in einen anderen Sprachkanal rüber. Ach so, okay, gut. So, oh, jetzt habe ich den... Ja, ist ja nicht das große Problem. Du kannst natürlich auch einfach bei dir Push to Talk anmachen, würde natürlich die Sache auch schon leichter machen. Ja, könnte. Diese blöden Creeper, diese Assi-Viecher. Was ist mein Sohn, hat er jetzt... hat er gerade den Creeper bekämpft, indem er... Oh! Alter, wie das nervt, ne? Oh. Wie die eben auf den Sack gehen können hier nachts, ne? Kann ich mitzocken? Natürlich, jeder kann mitspielen. Schreib mir nur einfach deinen Xbox-Namen in den Chat und dann lade ich dich gerne auf diesen Realm ein hier. Ja, ist überhaupt kein Hit. So, für den Moment kann da gerne jeder mitmachen. Das ändert sich im Laufe der Zeit, wie ich schon mal sagte. Aber nicht heute. Ändert sich das. So, Props geht raus an meinen Sohn. Danke für deine Hilfe. Digga, ich hab was draufgetragen. Du hast mich nur fertig geschlagen. Ich hab 4,5 Herzen. 4,5? Ich hatte 1,5. Bei mir wäre es aber wichtiger gewesen, wenn ich gestorben wäre, weil ich fast full Iron bin. Und ich bin, ich habe meine ganzen Level verloren. So, jetzt gehen wir erstmal wieder rein. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, ne? Ich hätte nicht einfach das machen lassen sollen, was ich gemacht hätte. Weiß nämlich wieso. Was hast du denn, was hast du gemeint? Du willst einen Wassergraben ziehen? Nein. Na doch. Weil Creeper errichten gar keinen Schaden, weil sie im Wasser sind. Wenn sie im Wasser sind, explodieren sie zwar, aber ohne irgendwo Schaden zu machen. Das habe ich verstanden jetzt.
So geht das ja mal gar nicht, Freunde. Ja, okay, das habe ich verstanden. Der Bomb-MP schläft, glaube ich, nicht. Du könntest mehr Fakten aufstellen und renne niemals nachts in den Wald. Okay, also ich sag ja. Das klingt natürlich gut. Aber habe ich jetzt Birkenholz geholt eigentlich? Ich habe doch Birkenholz geholt. Sag jetzt nicht, dass ich es verloren habe. Doch, da unten ist es doch. Oh nein, ein Creeper. So, jetzt ist er am Wasser, jetzt kann er erstmals keinen Schaden anrichten. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Dass die mir nochmal mein Haus in die Luft sprengen. Vorhin war es ja selber, der den Creeper hier hingelockt hat. Das hat mir ja auch überhaupt nicht gefallen, ne? So. Die Geräuschkulisse gefällt mir gar nicht. Komm, hier können wir kämpfen. Tür verloren. Okay, hab ihn erwischt. Jetzt habe ich ja fast ein bisschen Angst gehabt gerade, ne? Wenn er im Wasser ist, kann er nicht explodieren und er war im Wasser. Also, wieso Angst? Und vor allem kann ich Water Energies jetzt auch mit dem Wasser einmal machen. Soll es einmal probieren? Aua. Oh, guck mal hier. Ich probiere ein Water Image. Nice. Wird zwar schief gehen. Aber ich spiele es gar nicht direkt daneben. Das ist ja mal nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal richtig Stroh. I am the one, the sehr, one, sehr gut. Da haben wir wieder richtig. Oh, guck mal, jetzt habe ich 22 Samen. Kennt ihr noch, Papa, jetzt habe ich erstmal richtig Samen gekriegt hier. Wie bitte? Ob wir hier. Warum wollen, dass ich hier eine Wasser reintun kann? Ja.